Ich schuld dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Wann strahlst du? Wann strahlst du? Ja, hallo und herzlich willkommen zur 93. Hamburger Mahnwache mit offenem Mikrofon. Jeden Montag 18.30 Uhr am Jungfernstieg bauen wir hier ein Mikrofon auf, wo dann jeder ohne vorherige Anmeldung, ohne Überprüfung vorkommen kann und sprechen. Und tatsächlich ist es soweit, wir feiern heute unser zweijähriges Bestehen. 2 Jahre Hamburger Mahnwache. Ja, alles Gute wünsche ich uns und weiterhin. Und kaum zu glauben, dass wir Verrückten hier jeden Montag hinkommen, um dieses Mikrofon aufzubauen. Ja, und ich möchte mich bei allen bedanken, die das ermöglicht haben, auch bei den Polizisten, die immer jeden Montag hier vorbeikommen müssen und uns unsere öffentliche Versammlung abnehmen. Und mit schönem Gruß an den Veranstaltungsservice Hamburg habe ich heute diesen Regenschirm mitgebracht. Denn wir dürfen ja seit 2 Wochen nicht mehr unseren Regenschutz aufbauen, weil wir eine Versammlung unter offenem Himmel sind, müssen wir mit Wetter rechnen. Und eine Plane hier zwischen die Masten spannen, das geht gar nicht laut denen. Also habe ich mir gedacht, dann nehme ich einfach einen Regenschirm mit, weil ihr wisst ja, wenn man einen Regenschirm mitnimmt, dann regnet es nicht. So, okay, möge er uns Glück bringen. Ja, und an dieser Stelle kommt jetzt kurz der Wochenrückblick und danach öffnen wir auch schon das offene Mikrofon, wo wie gesagt jeder, der hier ist, jeder, der vorbeiläuft, einfach vorkommen kann, seine Meinung sagen, über das reden, was ihm gerade so durch den Kopf fliegt, wenn er sich an 3 Grundregeln hält: Gewaltfreiheit, Jugendfreundlichkeit und den guten Ton. Das heißt also auch nicht ins Mikrofon schreien und auch keine Beleidigungen und ähnliches. So, kurzer Wochenrückblick. Ich habe es heute Morgen gelesen, als ich auf dem Weg zur Arbeit war und mein Smartphone ausgepackt habe. Das ganze Internet ist total erregt wegen der Panama Papers. Ich weiß nicht, wer heute noch nicht in die Nachrichten geschaut hat, hat es vielleicht noch nicht gehört, aber die Süddeutsche Zeitung in Kooperation mit dem International Council of Investigative Journalists, also Internationalen Konzil für investigative Journalisten, haben eine Liste von Dokumenten veröffentlicht. Das sind insgesamt 6 Terabyte, haben sie, glaube ich, gesagt, also Abermillionen von Dokumenten von einer Anwaltskanzlei aus Panama, die Offshore-Bankkonten bzw. Briefkastenfirmen verwaltet. Also eine große Liste an Dokumenten, wo alle möglichen Spitzenpolitiker, Fußballer, auch Lionel Messi ist dabei, aufgeführt sind, die eine Briefkastenfirma auf Panama gegründet haben, um... Ja, also ehrlich gesagt ist das gar nicht verboten, wenn ich mal so dreist bin. Das Phänomen Briefkastenfirmen, das kennen wir schon länger. Es hat bis jetzt noch nie jemanden gestört. Aber man konnte es ja mal wieder ausgraben. Ist nicht verboten, aber es ist auch nicht ganz legal. Denn meistens werden diese Briefkastenfirmen ja genutzt, um Steuern aus Deutschland hinauszubringen. Also das ist ganz einfach, man gründet eine Briefkastenfirma auf Panama und diese Firma... Der übergibt man dann zum Beispiel die Namensrechte. Wenn man jetzt zum Beispiel Lionel Messi ist, dann könnte man seinen Namen vermarkten. Diesen Namen verkauft man dann oder übergibt man dann der Briefkastenfirma auf Panama und zahlt der Namensrechte. Und zwar am besten so viel, genau so viel, wie in jedem einzelnen Land man Gewinn gemacht hat. Dann macht man nämlich in dem Land keinen Gewinn mehr, man zahlt ja die Namensrechte. Und der gesamte Gewinn wandert nach Panama, was bekanntlich ein Steuerparadies ist, wo man dann auf den Gewinn 1% oder wenn nicht sogar noch weniger Steuern zahlt im Vergleich zu 40% in Deutschland. Ne? Macht schon einen Unterschied. Und das ist kein neues Phänomen. Das gibt es seit Jahren. Das wurde auch in der Anstalt schon thematisiert. Und diese Steuerparadiese sind auch kein neues Phänomen. Die meisten von denen sind witzigerweise Eigentum der britischen Krone. Zum Beispiel die Cayman Islands. Die gehören der britischen Königsfamilie und sind so eine Art extraterritoriales Gebiet, also spezielles Gebiet, wo dann ein spezielles Recht gilt und da werden verwaltet durch die Crown Corporation, wie gesagt Eigentum der britischen Krone ist, und die Gewinne aus dieser Steuerflucht fließen dann meistens direkt ans englische Königshaus.
Das ist jetzt aber gar nicht Thema gewesen der Medien heute, obwohl ich gefunden hätte, dass das gepasst hätte, sondern die meisten Medien haben mit Putin getitelt. Zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung von heute, habe ich vorhin am Kiosk gesehen, da steht Putins Machtzirkel schmuggelte Millionen ins Ausland. Auf Spiegel Online stand auch Vertraute Putins waren in Briefkastenfirmen, Steuerflucht oder sowas involviert. Und eigentlich hat jedes große deutsche Nachrichtenportal hat heute mit Putin getitelt. Da habe ich mal in diese Panama Papers reingeschaut, ob denn der Putin da drin steht. Überraschung, nein, er steht nicht drin. Putin selber ist gar nicht involviert in diesen Briefkastenfirmen-Skandal, sondern nur Freunde und Bekannte von ihm. Ich weiß nicht, also wenn Freunde und Bekannte von mir irgendwo eine Firma auf den Cayman Islands haben, das ist mir doch egal. Oder in Panama. Aber Hauptsache, man hat die Verbindung zu Putin. Das ist immer schon mal gut, weil Putin-Bashing, das ist modern und das ist hip. Das macht heutzutage jeder gerne. Da waren allerdings ein paar andere prominente Politiker, die involviert waren, die ich nicht auf den Titelseiten gefunden habe. Zum Beispiel der König von Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist ja bekanntlich ein großer Verbündeter Deutschlands, der sehr viel Waffen in Deutschland einkauft. Und der König von Saudi-Arabien, der hat auch so eine Briefkastenfirma in Panama. Und ich weiß nicht, ob er dann da seine Gewinne oder Verluste aus den Waffengeschäften da vielleicht irgendwie hin schmuggelt. Ich weiß auch gar nicht, warum der König es nötig hat, eine Briefkastenfirma zu haben, aber ja, könnte er sich selber steuerfrei erklären. Nein, keine Ahnung. Und auch der ukrainische Präsident Petro Poroschenko war involviert, hat kurz nachdem er zum Präsident der Ukraine gewählt worden ist, eine Briefkastenfirma in Panama eröffnet. Ja, dann kann man denken, was man will. Ne? Ist halt eine witzige Geschichte. Also ich finde schon witzig, dass jemand, der gar nicht selbst in diesem Paper steht, derjenige ist, der auf allen Titelseiten zu sehen war. Und was auch interessant ist, jetzt nochmal, um da auch mal drauf zurückzukommen, ist, es befindet sich kein deutscher und auch kein amerikanischer Spitzenpolitiker in dieser Liste. Heißt das etwa, wir haben jetzt keine Korruption in Deutschland und in den USA? Ich wäre mir da nicht so sicher, denn wenn man auf die Webseite geht, Panama Papers vom ICIJ, dann stehen da unten die Partner aufgelistet, die bei der Auswertung der Dokumente geholfen haben. Und ganz groß steht dort die Open Society Foundation. Vielleicht sagt der Name dem einen oder anderen was, vielleicht auch nicht, aber es ist eine Stiftung, die dem Multimilliardär George Soros gehört, der ja bekanntlich im Rahmen der amerikanischen Macht- und Außenpolitik schon viel aktiv war. Und wenn derjenige oder seine Foundation da jetzt geholfen hat, die Papers auszuwerten, dann kann man sich denken, dass da eventuelle kritische Daten wahrscheinlich zurückgehalten wurden. Na, ich will da jetzt auch gar nicht weiter drüber spekulieren. Es ist nur eine witzige Sache, das mit diesen Panama Papers. Und ich finde, es zeigt sehr gut, wie die Mainstream-Presse in Deutschland funktioniert. So, zweite Anmerkung. Ja, es ist ja jetzt schon ein bisschen her, aber es gab ja die Terroranschläge in Brüssel. Ich weiß nicht, wenn ich die Medien so lese, habe ich das Gefühl, es schon wieder vergessen. Wenn irgendjemand was mitbekommen hat, was da jetzt irgendwie durchgekommen ist, kann er es gerne teilen. Mir ist nichts aufgefallen, aber mir ist auch noch eine Sache aufgefallen. Es ist mal wieder so, dass niemand zur Rechenschaft gezogen wurde. Ich meine, wir haben jetzt in den USA und auch in Europa einen sehr großen Geheimdienstapparat, dessen einzige Aufgabe es doch sein soll, solche Terroranschläge zu verhindern. Dennoch gab es keinen einzigen Rauswurf, keine einzige Kritik. Niemand wurde auch nur als Opferlamm irgendwie jetzt in den Ruhestand versetzt oder so. Das ist auch ein witziges Pattern, was sich seit dem 11. September bei eigentlich jedem Terroranschlag durchzieht. Beim 11. September war es besonders krass, weil da hat, obwohl die gesamte amerikanische Abwehr versagt hat, die Luftabwehr, die Geheimdienste, niemand hat was mitgekriegt, die konnten stundenlang da rumfliegen und wurden von niemandem aufgehalten. Damals wurde auch niemand dafür zur Rechenschaft gezogen. Stattdessen hat George W. Bush für alle Mitglieder des Sicherheitsapparates Sonderbeförderungen ausgesprochen. Ja, Sonderbeförderung. Dafür, dass sie so gut reagiert haben oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ich finde nur, darüber sollte man mal nachdenken. Warum wird eigentlich nie jemand für Terroranschläge zur Rechenschaft gezogen? Also von unserem Sicherheitsapparat. Okay, das war's von mir mit dem Wochenrückblick. Jetzt eröffne ich, wie immer, das offene Mikrofon.
Jeder darf sprechen, bis zu 6 Minuten. Haltet euch bitte an die 3 Grundregeln: Gewaltfreiheit, Jugendfreundlichkeit und in gutem Ton.